neu. Hallo Hörspielfans, herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe von Hörspielfan. Euer Hörspielmagazin rund um aktuelle und klassische Hörspiele. Ja, ich hoffe, ihr habt gestern den Halloween-Tag richtig gut verlebt, habt viel Süßes bekommen, wenig Saures. Ich sitze gerade hier wieder auf meine berüchtigte Hörspiel-Couch und trinke eine tolle Tasse Kaffee aus meiner Obelix-Tasse. Ja, richtig mega geil. Ja, Wetter ist mega geil, meine Stimmung ist geil. Und ich habe mir gedacht, nachdem ich gestern euch ein Krimi-Hörspiel zu Halloween reviewt habe, machen wir heute etwas Gediegeneres, ja? Etwas für die Kinder, ja? Denn es gibt auch wunderbare Kinderhörspiele, und zwar, wo man auch etwas lernen kann, ja? Es muss nicht immer ein Smartphone sein, es muss nicht immer der PC oder Gameboy sein, nein, es gibt auch mal tolle Hörspiele, wo man dabei etwas lernt aus der Zeitgeschichte. Denn ich präsentiere euch heute das Hörspiel Leo und die Abenteuermaschine, Folge 7, eine Schnitzeljagd durch Raum und Zeit, Teil 1 von 3. Die CD ist Ende 2018 bei ET Media erschienen, als CD und als Download. Ja, worum geht es? Ganz einfach, es geht um Leo. Leo ist dieser kleine, putzige, sieht man das Spiel jetzt nicht hier unten, dieser kleine, putzige Löwe. Er entdeckt in einer Abenteuerkiste, entdeckt er einen geheimen Zettel. Und da ist ein Rätsel drauf. Und da reist Leo dann zu geschichtsträchtigen Begebenheiten, wie zum Beispiel reist er ins Jahr 1881. Doch trifft er Edison, ja, Thomas Edison heißt er, glaube ich. Ja, Thomas Edison, na klar, ist doch Thomas Edison. Er hat doch die Glühbirne erfunden. Und Thomas Edison ist total aufgeregt, denn es sollen 1000, ja, Glühbirnen leuchten. Und damals, 1881, ja, war es halt nicht so normal wie heute, dass man einfach mal so einen Lichtschalter drückt und da das Licht sofort angeht. Damals hat Thomas Edison ja, wie gesagt, die Glühbirne erfunden und er wollte das der Welt präsentieren. Und jetzt hat er Angst, wenn nur eine Lampe nicht angeht, funktioniert das Ganze nicht. Ja, ob Leo ihn retten kann? Ja, und dann reist anschließend, nachdem Leo es hoffentlich erfolgreich gelöst hat, das Problem von Thomas Edison, reist er nach Jules Verne. Ja, Jules Verne, wir kennen es nicht. Da reisen wir zurück ins Jahr 1846. Und dann erlebt er da Paris. Ja, über die Dächer von Paris erlebt er sein nächstes Abenteuer. Und das lädt wirklich förmlich ein, dieses Hörspiel, ja, um zuzuhören, zum Mitdenken und zum Miträtseln. Eine wunderbare Hörspielreihe, ja. Es gibt mittlerweile schon einige davon. Ich habe hier von Folge 7 bis Folge 10. Ja, hier Folge 8. Moment, wo ist das CDs? 8 geht denn, so sieht's aus, 8. 9. Schon allein die Cover sind sehr geil gezeichnet. Und 10. Ja. Wie gesagt, und Folge 7, so sieht's aus. Sehr schön gezeichnet, sehr schön modern. Sehr geil gemacht. Also ich fand auch sehr gut die Sprecher. Ja, sehr geil haben sie das liebevoll dargebracht. Man hatte wirklich das Gefühl, sie machen das wirklich mit Herzblut. Herzblut, da kommt auch mein Hund. Der ist auch wieder da. Ludwig! Ludwig! Ja, wir haben uns das nämlich gestern angehört zusammen und Ludwig fühlte sich auch davon gut unterhalten. Also ich glaube, für Eltern ist das ein ideales Unterhaltungsmittel für ihre Kids. Denn sie sitzen nicht nur da und verblöden, ja, oder werden da mit Ballersituationen oder mit Kampfsituationen
allein gelassen, sondern sie lernen was. Ja, man kann es auch später im Alltag sehr, sehr, sehr gut gebrauchen. Ja, für ein fundiertes Grundwissen, damit auch viele wissen, wer Edison ist. Viele wissen es gar nicht. Viele denken sich erstmal, mein Gott, ist das ein neuer Schauspieler bei gute Zeiten, schlechte Zeiten? Nein. Da lernt man es. Und vor allen Dingen, was der Clou ist an dieser CD ist, es gibt ja nicht nur die CD. Da drin gibt es auch noch für die modernen Kinder unter uns, gibt es sogar noch einen Download-Link. Da kann man das Hörspiel sogar noch downloaden und hat es vielleicht auch noch für unterwegs. Der Link ist denn hier drauf enthalten. Dazu gibt es noch, ist ein Aufkleber, glaube ich. Mit einem Paris-Aufkleber ist da drin enthalten. Boah, sieht man ganz blendet so, ne? So sieht man das. Dann haben wir noch einen Heißluftballon. Das ist, glaube ich, auch ein Aufkleber. Das ist da drin enthalten. Und natürlich ein Aufkleber von dem Herrn Jules Verne. Und da muss ich sagen, Edison ist hier. Das ist Jules Verne. Das muss ich nochmal sagen. Nee, wirklich gut. Also wirklich für Kinder, die lernen was auf einer sehr unterhaltsamen Weise. Ich habe mich selbst als Erwachsener mich sehr gut unterhalten gefühlt. Einfach nur top, ich kann da nicht mehr zu sagen. Und vor allen Dingen ist da noch ein Wissensspiel mit dabei. Man kann sich anschließend selber überprüfen, ob man wirklich richtig zugehört hat. Ja, wir können zum Beispiel für diese CD, können wir schon ein Wissensspiel eigentlich so machen. Also für die Älteren, die sehr wahrscheinlich auch schon in der Schule waren. Muss ich vielleicht mal jetzt runter. Ludwig, bitte mal Platz. Platz, Ludwig, so. Hier, da heißt die Rubrik heißt hier, hast du es dir gemerkt? Dann fragen wir, wir kommen uns alle mal überprüfen, ja? Wer hat in der Schule aufgepasst? Bitte jetzt still vor dem PC, vor dem Tablet, vor dem Smartphone. Wir hören jetzt dem Onkel vom Hörspielfan zu und er stellt euch die Frage, wie heißt Jules Vernes berühmtes Buch? Na, wer möchte ran? Wer weiß es? Richtig, in 80 Tagen um die Welt. Die nächste Frage. Habt ihr auch so Lehrer gehabt, die mal so gemacht haben? Oh, ich hatte eine Lehrerin damals, die hat immer gemacht. Und wir waren trotzdem nicht still. So. Die elektrische Glühlampen leuchten mit der Hilfe von A. Gas, B. Strom oder C. Öl. Viele würden jetzt da sehr wahrscheinlich bei mir auch den 50-50-Joker nehmen oder wahlweise auch jemand anrufen. Aber ich tippe mal B, Strom. Richtig. Dann kommt etwas, das habe ich aber gerade in der Review euch schon gesagt. Wer hat da aufgepasst? Ja, wer hört mir immer regelmäßig hier zu? Über welche Stadt fliegt Leo? A, Berlin. B, New York. Oder C, Paris? Wer hat's gewusst? Wer hat aufgepasst? Wer hat mir zugehört? Bitte nicht schwätzen. Richtig, wer Paris gesagt hat, der hat wieder einen Punkt. Und dann haben wir noch die letzte Frage. Was findet Leo im Briefumschlag? A, eine Goldmünze. B, eine Schatzkarte. Oder C, ein Ausmalbild. Das habe ich euch eben auch schon indirekt, beziehungsweise direkt auch in der Review gesagt. Na, genau, wer eine Schatzkarte gehört hat eben, die ich aber nicht genannt habe, der hatte richtig gelegen. Es war eine Schatzkarte, glaube ich, sogar noch. Ja, es war eine Schatzkarte. Ein tolles Hörspiel. Also, top an den Machern. Es sollen noch einige folgen. Es gab ja schon vorher noch einige. Ja, so sieht es auch von innen aus. Toll, oder? Schön gemacht. Und hier sind die vorhergegangenen, hier sind 9 CDs drauf, die es schon gibt im Inlay. Cool. Hä? Ist das nicht mega geil? Und diese CDs, wenn ihr jetzt sagen wollt von euch, die Eltern zu Hause oder die Kinder sagen, hey Mama, hey Papa, ich möchte gerne so eine CD haben. Die gibt es, entweder gibt es die bei IT Media auf der Homepage oder bei Amazon. Ja, Amazon hat hier alles, auch diese CDs. Sehr zu empfehlen. Trommelwirbel. Wir kommen nun zum Sprechercast der Folge.
Marco Rosenberg hat Leo, der schlaue Löwe, gesprochen. Marco Rosenberg ist eigentlich Sprecher bei verschiedenen Imagefilmen, habe ich gelesen auf der Webseite. Ja, hat sich da verdient gemacht, war sehr gut ausgesucht worden für die Rolle, hat mir sehr gut gefallen. Für mich ist er ab heute Leo. Ja, Marco Rosenberg ist jetzt für mich ab jetzt der Leo. Katrin Zierhoff ist die Erzählerin und da muss ich sagen, die Stimme hat mir sehr gut gefallen. Sie war für mich als Erzählerin sehr beruhigend in der Story. Sehr, sehr, sehr beruhigend. Hat mich total hineinversetzen können und hat das wirklich so liebevoll erzählt. Ja? Also ich glaube, Kinder sind da richtig glücklich damit. Und sie ist normalerweise am Theater, hat auch für den WDR oder überhaupt für die ARD hat sie Morden im Norden, hat sie eine Serie gemacht, soll auch bald ausgestrahlt werden. Dann gibt es noch weitere wundervolle Sprecher. Da möchte ich aber noch zurückkommen auf diesen einen Sprecher, ja, den man eigentlich kennt aus einer anderen Fernsehrolle. Ja, er ist Synchronsprecher, ja. Er synchronisiert, wenn man so im Fernsehen anmacht, Serien, die aus dem amerikanischen Bereich sind, hört man oftmals seine Stimme. Es ist Charles Rettinghaus, der hier Leos Papa spricht. Und Charles Rettinghaus, ja, ist bekannt als, ja, The Walking Dead-Fans werden seine Stimme kennen, nämlich ist er dort Negan. Ja, Negan. Charles Rettinghaus spricht hier, wie gesagt, Leos Papa. Richtig geil. Dazu gibt es noch wirklich so viele andere tolle Sprecher, die man nicht unbedingt sofort kennt, aber die Stimme perfekto, ja, geil. Ja, wir kommen zum Aha dieser Hörspielfolge von Leo und die Abenteuermaschine, Teil 1 von 3, die Schnitzeljagd durch Raum und Zeit. Ganz interessant ist es, dass die Reihe in den berüchtigten Launcher-Lounge-Studios gemacht werden. Und Leute, die drei Fragezeichen kennen, hören und kennen auch den Begriff Lauscher-Lounge. Das ist das Hörspiellabel von Oliver Rohrbeck, der bei den drei Fragezeichen den Justus Jonas spricht. Und dort, ja, werden diese Folgen von Leo, ja, und die Abenteuermaschine werden dort abgemischt, ja. Und Oliver Rohrbeck hat auch vorher in der Reihe auch Rollen gesprochen. Es soll auch demnächst auch wieder stattfinden, ja. Oliver Rohrbeck wird auch demnächst wieder dort Rollen sprechen. Und das zeichnet wirklich dieses kleine Label richtig geil aus. Unterstützt dieses Label, ja, und ich kann euch echt mein Wort dafür geben, falls ihr Kinder habt oder noch Kind geblieben seid, wie wir alle Nerds eigentlich, ja, dieses Hörspiel macht wirklich Lust und ich möchte euch diese CD jetzt nicht verkaufen wollen, weil da habe ich ja null Profit von, weil ich werde nicht gesponsert davon. Aus Überzeugung würde ich sagen, holt euch diese CDs, echt geil. Also man lernt was dabei, wie ich schon sagte, man ist unterhalten, man kann abschalten, was will man mehr? Und gerade zum Einschlafen sind die CDs ideal. Und das ist noch nicht mal böse gemeint, weil Einschlafen, das ist positiv. Ja, also richtig mega top. Ja, damit beschließe ich die heutige Ausgabe von Hörspielfan mit Leo und die Abenteuermaschine. Eine wirklich tolle Kinderreihe. Und ich sehe gerade hier drauf, Radio Teddy macht Spaß, macht schlau. Radio Teddy. Ja, Radio Teddy präsentiert das Ganze. Ich habe es vorher nicht gehört. Nicht verwechseln Sie wahrscheinlich mit Radio Teddy. Ja, Teddy ist ein Discount-Markt. Ja, nicht damit, aber Radio Teddy. Ja, kenne ich gar nicht. Naja, man lernt ja auch, wie man merkt, lerne ich auch währenddessen nicht aus. Ja, falls euch diese Folge gefallen hat, ihr könnt ja gerne fleißig kommentieren, ob ihr diese CDs kennt, ob ihr die euch geholt habt, was ihr davon haltet. Wie immer, die Kommentarleisten seien euch vertraut. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Hörspielfan hier auf Bumo TV. Bis dann, eine schöne Zeit, bleibt weiterhin hörsinnig. Tschüss.